Dir gefällt die Idee, ein Investor zu sein, du hast aber nicht die dicken Beträge zur Verfügung, du willst richtig Vermögen aufbauen und passives Einkommen durch Dividenden kassieren? Willst du wissen, wie man nur 100 Euro im Monat in 1 Million Euro verwandelt? Klingt geil, ein bisschen unseriös vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Find es raus und zieh dir das Video rein. Willst du ein Millionär sein? Natürlich willst du das, ich meine, wer will kein Millionär sein? Okay, ein Milliardär vielleicht, aber gut, ich denke, es ist klar, dass du hier bist, weil du dich dafür interessierst, wie du dir ein Vermögen aufbauen kannst und dadurch dann ganz offensichtlich besser und ungezwungener leben kannst. Und wenn ich mich mal mit anderen unterhalte, herrscht noch immer sehr viel die Meinung, dass zum Investieren große Beträge nötig sind. Und ja, da will ich natürlich auch gleich keine Märchen erzählen, desto größer dein Kapital ist, desto leichter wird es in der Theorie, das Kapital zu vermehren. Aber um dahin zu kommen, kannst oder musst du halt mit kleinen Beträgen anfangen. Und ich kann schon etwas sagen. Es gibt nämlich etwas für dich, das noch wichtiger ist beim Investieren als ein möglichst großes Startkapital. Und das sind zwei persönliche Eigenschaften, die du haben oder dir antrainieren musst. Und diese sind Geduld und Beständigkeit. Diese beiden werden dich sehr weit bringen. Also nun will ich dir erzählen, wie du ganz realistisch 100 Euro im Monat in 1 Million verwandelst. Das kannst du dir so vorstellen, wie bei den Unterhosenwichteln bei South Park. Phase 1, 100 Euro im Monat investieren. Phase 2, Phase 3, Profit. Und zwar 1 Mio. Und was Phase 2 ist, will ich natürlich aufschlüsseln. Es ist eine Mischung aus Zeit und Zinseszins. Das Ding, das Einstein wohl einst als 8. Weltwunder bezeichnet haben soll. Denn schauen wir mal, was passiert, wenn du jeden Monat 100 Euro investierst und alles, was abfällt, fleißig reinvestierst. Bei einem durchschnittlichen Return von 9,9%, was der Aktienmarkt, vorrangig der amerikanische S&P, auch in der Vergangenheit so im Schnitt eingebracht hat, dann hast du, tada, nach 47 Jahren, 1.066.482 Euro. Okay, das hat halt 47 Jahre gedauert, aber da ist keine Outperformance oder ähnliches nötig gewesen, einfach nur Geduld und Beständigkeit. Und richtig geil, du hast von dieser Million nur gerade mal 56.400 Euro selber beigesteuert. Den Rest hat der Zins und Zinseszins für dich erledigt. Also hier schon mal festhalten, es ist sau wichtig, früh anzufangen und dann halt an den Eigenschaften Geduld und Ausdauer zu arbeiten. Warren Buffett zum Beispiel, ich denke, unstreitbar einer der größten Investoren aller Zeiten, hat das früh erkannt und früh angefangen zu investieren. Dass er natürlich im Laufe der Zeit dann noch eine bessere Performance hinlegen sollte, ist sicherlich ebenfalls zuträglich gewesen, aber noch eine andere Sache hat ihm dabei geholfen und darauf gehe ich gleich natürlich noch ein. Okay, Wortzi, alles geil, aber 47 Jahre, was ist, wenn ich schon etwas älter bin? Na, dann setzt du dich halt etwas später mit deiner Mio zur Ruhe. Oder du musst halt langsam daran arbeiten, mehr als nur 100 Euro zu investieren. Und ich weiß, du kannst und du wirst mehr als 100 Euro investieren. Denn wenn du einmal Blut geleckt hast und langsam anfängst zu verstehen, wie du dein Geld vermehren und für dich arbeiten lassen kannst, dann wirst du mehr investieren wollen. Es gibt eigentlich gar keine andere logische Reaktion darauf. Und hier kommen wir nämlich wieder zurück zu Warren Buffett. Ja, er hat sehr früh das Investieren für sich entdeckt, aber auch, dass er dafür Geld zusammenkratzen muss. So hat er zum Beispiel einen 1,6er Träger Cola gekauft und die einzelnen Flaschen dann teurer wieder verkauft. Sprich, er hat sich umgeschaut, woher bekomme ich möglichst viel Geld, um es zu investieren und es dann halt für mich noch mehr Geld werden zu lassen. Ist ja auch klar. Du hast ja gesehen, was aus nur 100 Euro werden kann. Stell dir mal vor, was 500 Euro oder 1000 Euro bewirken können. Eigentlich musst du dir das gar nicht vorstellen. Ich zeig's dir. 1000 Euro im Monat investiert zu der gleichen Quote sind 1.224.903 Euro in nur 25 Jahren. Und da kann man auch schon ruhig etwas älter sein. Und man hat trotzdem ein schönes Rentenleben als Millionär in Aussicht. Und jetzt plagen dich so Fragen wie, ja, aber ist der ganze Aktienmarkt nicht trotz aktueller Rückgänge immer noch total überbewertet und platzt hier bald die Blase? Oder auch, kann es von hier aus überhaupt noch in dem Tempo weiter hochgehen? Oder du fragst dich halt auch, wie baut sie nun, fallen doch die ganzen Aktien, wie soll denn mein Geld da mehr werden? Ich meine, ich bin ja nur ein kleiner Chihuahua im Internet, aber unsichere Zeiten,
gab es, sagen wir mal, in den letzten 50 Jahren auch zur Genüge und auch Phasen, in denen der Aktienmarkt mega überbewertet war oder mal eine Zeit lang bergab ging. Und trotzdem gibt es legendäre Investoren, die auch in den Phasen einfach schön Rendite gemacht haben. Ich will da jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn ich habe genau dazu ja auch schon mal zwei Videos, die das behandeln, gemacht. Einmal investieren bei hohen Kursen und investieren bei fallenden Kursen. Und da ich schon sagen muss, dass die recht zeitlos sind, solltest du dir die auch noch angucken, falls das noch nicht geschehen ist. Aber ich kann mal eben spoilern und das in zwei Sätzen runterbrechen. Wenn die Kurse weit oben stehen und alles überbewertet scheint und man hat Angst, dass die Blase auf jeden Fall augenblicklich platzen könnte, dann kaufst du billige, abgeschlagene Aktien, die sonst nicht jeder auf dem Schirm hat, und rennst einfach nicht der Masse hinterher. Und wenn die Kurse dann fallen, dann kaufst du dir ein paar geile Outperformer-Aktien oder schöne Dividendenwachstumswerte, die du auch schon gerne immer mal haben wolltest. Und zwar, weil sie jetzt langsam billig werden. Und warum spreche ich die Dividendenwachstumswerte an? Nicht nur, weil Qualitätsdividendentitel dir seit jeher eine gewisse Stabilität fürs Depot geben, sondern... Ach was, lass mich dir mal eine Frage stellen. Was ist geiler, als ein Millionär zu sein? Richtig. Ein Millionär zu bleiben. Wenn du erstmal deine Millionen als Kapital in Aktien zusammen hast, was machst du dann? Klar, dann gehst du nicht ins Aktiengeschäft und zahlst mit ein paar deiner Aktien. Nein, du brauchst Cash. Und Cash bekommst du in Form von saftigen Dividenden. Und wenn diese noch jedes Jahr steigen, dann ist das natürlich gelinde gesagt obergeil. Ich meine, es gibt Unternehmen da draußen, die steigern jetzt schon seit über 20 Jahren die Dividende. Im Schnitt um 15, 17, 20 oder mehr Prozent. Pro Jahr. Und wenn jetzt bei einem Beispiel die Dividendenrendite in Anführungszeichen nur bei 3% liegt, diese aber weitere 25 Jahre, bis du in Frührente gehen willst, um 17,22% pro Jahr gesteigert wird, dann ist zum Zeitpunkt deines Ruhestands deine persönliche Dividendenrendite bei 159,2%. Bedeutet, für 1000 Euro, die du einmalig investiert hast, bekommst du in 25 Jahren jedes Jahr 1592 Euro ausgeschüttet. Falls sich ein paar dieser gierigen Dividendenwachstumswerte interessieren, die zurzeit auch noch deutlich günstiger geworden sind als noch vor ein paar Monaten zu ihren Höchstständen, ich würde sagen, dann abonniere jetzt mal den Bauzi-Kanal, denn da kommt schon am Freitag ein geiles Video mit 10 Dividendenwachstumsaktien, die jetzt mindestens einen Blick wert sind und für deine ganz persönliche Performance vielleicht ein schöner Treiber sein können. Also, was will ich von dir? Beziehungsweise, was willst du tun? Fang an zu investieren mit einem Sparplan, der konstant vielleicht auf einen ETF, auf den S&P oder den MSCI World läuft. Und dann fang an, dich weiterzubilden. Investiere einen kleinen Betrag in ein Buch. Ich würde sagen, es muss vielleicht für den Anfang auch nicht um ausgeklügelte Aktienstrategien gehen. Wichtiger ist, dass du das Mindset dafür bekommst, überhaupt zu investieren. Vielleicht mit einem Buch wie Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki, das deine grauen Zellen darin ankurbelt, dir zu überlegen, wie man mehr Geld zusammenbekommt, dass du am Ende oder besser am Anfang des Monats investieren kannst. Das ist wichtig und kann sehr viel für dich machen. Denn um aus 1000 Euro 2000 Euro zu machen, brauchst du eine 100% Steigerung. Aber um aus 100.000 Euro 2000 rauszukitzeln, nur 2%. Deshalb schaue, dass du so viel Geld wie möglich für dich arbeiten lässt. Und bei Investitionen fragst du dich immer, was würde Warren Buffett tun? Und er wird dich erhören und dir antworten, ich würde jetzt erstmal dieses Video liken. Okay, also bis dahin, such dir jetzt noch aus, ob du lieber das Video zum Investieren bei steigenden oder fallenden Kursen anschauen willst. Hier sind sie. Das war's von mir, deine Wall Street Bautzi, aka The Vaults of Wall Street, aka Vaults Face. Also, Vaults it to the limit. Peace out!